Da sind Sie ja schon. Schönen guten Tag. Dietrich Nolting ist mein Name. Ich bin der Lehrer von Samira. Sitzen Sie sich ruhig. Wo ist Papa? Ach, keine Ahnung. Ist irgendeine Baustelle unterwegs. Fühlt mal wieder mega Stress. Oh, wie immer. Aber warum bin ich denn hier? Hat Samira was ausgefressen oder? Nein, also nicht wirklich Schwierigkeiten in der Schule. Aber es geht um Samiras Schwangerschaft. Um was bitte? Um Samiras Schwangerschaft. Schwangerschaft? Samira, du bist schwanger? Warum hast du nichts erzählt? Seit wann denn? Wer ist der Vater? Moment mal, also Sie wissen nichts davon, dass Samira schwanger ist? Nein, ich weiß nichts von Samiras Schwangerschaft. Aber hast du nicht heute erzählt, dass du beim Frauenarzt gewesen bist? War das nicht mit deiner Mutter? Samira, sag mal, was erzählst du denn hier? Warum lügst du dann? Keine Ahnung. Mir erzählt Samira, dass die Eltern über die Schwangerschaft Bescheid wissen. Jetzt sehe ich, dass die Mutter aus allen Wolken fällt, weil sie nichts von der Schwangerschaft weiß. Also ich frage mich, warum Samira solche Geschichten erfindet. Samira, das glaube ich jetzt nicht. Hallo. Guten Tag. Dietrich Nolting, mein Name. Gerne, hallo. Ich bin der Lehrer. Entschuldigen Sie meine Verspätung. Ich bin von der Baustelle mal wieder nicht weggekommen. Das ist ein Problem. Ich schaff das auch mal, echt. Was ist denn passiert? Warum bin ich denn hier? Rolf, ich bin einfach fassungslos. Was denn? Samira ist schwanger. Du bist was? Samira, du bist schwanger? Wieso bist du denn schwanger? Gut, also ich bin gerade auch ein bisschen irritiert, Samira, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe nicht, warum du öffentlich in der Klasse heraustrompetest, dass du schwanger bist. Deine Eltern aber anscheinend nichts davon wissen. Und ich verstehe auch nicht, warum du mir gegenüber behauptest, deine Eltern wüssten das. Also warum machst du das? Ich wollte einfach, dass meine Eltern mich wieder zur Kenntnis nehmen. Egal, ob ich meinen Vater anrufe oder ihm schreibe, nichts kommt von dir, nichts! Samira, ich hab dir das erklärt, ich bin da auf der Baustelle, ich arbeite 16, 18 Stunden am Tag, ich kann da nicht ans Telefon gehen, ich kann dir da auch nicht zurückschreiben. Ich hab dir das doch schon mal versucht zu erklären, Mensch. Samira, kann es sein, dass du die Geschichte nur erfunden hast und gar nicht schwanger bist? Nein, ich hab das nur erfunden, damit endlich meine Eltern mich mal zur Erkenntnis nehmen und einfach mal wieder für mich da sind. Ja, ich hab gelogen. Es tut mir auch leid, aber meine Eltern hatten auch gar keine Zeit mehr für mich. Und was ist mit dem angeblichen Kindsvater, dem Noah? Nichts ist mit dem. Da ist nie was gelaufen. Ich hab versucht, dass er mitspielt, aber er wollte nicht. Aber Samira, du erfindest eine Schwangerschaft, nur um Aufmerksamkeit zu erwecken? Um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Also anscheinend fühlt sich Samira so vernachlässigt, dass sie sich diese Geschichte einfach nur ausgedacht hat, um eben ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Samira. Samira ist ein Teenager, sie ist 16 Jahre alt, sie ist fast erwachsen. Die braucht ja nicht mal meine mütterliche Fürsorge. Ich muss sie doch nicht behüten und... Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Gerade mit 16 braucht ein Kind sehr viel Zuneigung, also mehr denn je. Und das Kind will sich zu Hause aufgehoben und verstanden fühlen. Ich habe wirklich vielleicht ein bisschen viel gearbeitet. Ich habe das komplett unterschätzt mit dir. Vielleicht sollte ich mir doch mal eine Mitarbeiterin nehmen, die mich ein bisschen entlastet, damit ich mehr Zeit für euch habe. Vor allem für dich, Samira, Mensch. Ja. Das tut mir total leid. Ja, das wäre echt schön. Ja, vielleicht haben wir wirklich ein bisschen unsensibel reagiert oder irgendwelche Zeichen nicht wahrgenommen. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal zusammensetzen. Das kriegen wir schon hin, Samira. Sorry. Ich habe geahnt, dass mit der Schwangerschaft irgendwas nicht stimmt. Aber dass Samira sich so eine Geschichte ausdenkt, nur damit sich die Eltern ein bisschen mehr Zeit für sie nehmen, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber es ist schön, dass die Eltern Einsicht zeigen und auch hier heißt es Ende gut, alles gut. Sarah hat mir gerade eben erzählt, dass die Steinmeier bei deinem Unterricht aufgetaucht ist. Die will uns anscheinend auf die Finger gucken. Also würde mich nicht wundern, wenn sie gleich auch hier auftaucht. Und so wie die Schüler heute drauf sind, kann ich mir gleich die Kugel geben. Leute, hallo! Frau von Wiesenau. Lassen Sie sich bitte gar nicht stören. Ich setze mich hinten hin. Tun Sie so, als wenn ich gar nicht da wäre, ja? Stell dich doch einfach nicht so an, Markuschen! Es reicht! Nervig. So, jetzt ist Feierabend. Schluss! Und wenn hier noch einer hier Theater macht, dann wird sechsen. Ich werde der Steinmeier beweisen, dass ich mich durchsetzen kann. Und wenn ich die Harte raushängen lassen muss, dann soll es so sein. Die Schüler brauchen mir nicht auf der Nase rumtanzen und werden mir ganz bestimmt nicht meine Tour bei ihr vermasseln. Da haben sie sich deutlich geschnitten. Es kostet mir hier schließlich meinen Job. So, wer kann mir die Landschaftszone der Polarregion nennen? Felix! Wüste! War mal wieder klar, ne? Von Toten und Blasen keine Ahnung.
null auf den Unterricht vorbereitet und die einfachsten Fragen kriegst du nicht beantwortet. Das gibt eine 6. Was? Ey, das können Sie doch gar nicht machen, nur weil ich mich ein einziges Mal vertan habe? Doch, kann ich, siehst du doch. Und ein einziges Mal ist gut, ne? Wenn du jetzt weiter hier so rummoserst, dann gibt's noch eine 6 für schlechte Manieren. Alexa, was mit dir? Ja, das gibt wohl auch eine 6. Wie liegt's auf der Was? Ich hab noch nie eine 6 mündlich. Tja, dann ist es wohl jetzt das erste Mal. Das gibt's doch Rocco! Nö. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Du weißt die Antwort, das weiß ich ganz genau. Wenn du hier meinst, du willst dann auch Solidaraktion machen, um bei deinen Mitschülern mithalten zu können, dann mach das. Aber da gibt's für dich auch eine 6 und das versaut dein Schnitt. Ja gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. Rocco, was soll das? Ich bin zwar 16, aber ich lasse mich noch lange nicht anbrüllen, okay? Mega hey. Idee! Hallo, stopp! Alle hinsetzen, sofort, bitte. Alle setzen sich wieder. Ich weiß, Frau von Wiesenau war heute ein bisschen sehr streng, mir schon klar. Aber die Sache hier zu boykottieren nützt euch allen nicht. In ein paar Wochen sind Prüfungen und die möchtet ihr ja alle bestehen, oder? Deswegen fahren wir jetzt alle mal ein bisschen runter. Frau von Wiesenau auch. Und jetzt machen wir weiter. Gut, dann wiederhole ich die Frage noch mal. Wer kann mir die Landschaftszone der Polarregion nennen? Ach, fuck, scheiße. Ich glaube, das ist gerade alles voll in die Hose gegangen. Ich wollte Herr Steinmeier doch einfach nur zeigen, dass ich mich durchsetzen kann, dass ich eine gute Lehrerin bin. Ja, toll, hat nicht geklappt. Mädels, habt ihr heute meine Tochter gesehen? Ja. Nee. Was denn jetzt? Habt ihr meine Tochter gesehen, ja oder nein? Nein. Genau du. Hey, hast du meine Tochter heute gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich hatte Unterricht. Genau, er war die ganze Zeit bei uns. Richtig. Sag mal, du bist die Freundin von Carmen. Ja? Hast du heute nicht gesehen? Ich habe Carmen schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Wir haben aber heute auch nicht dieselben Kurse zusammen. Ey, der Alte hat schon den Knall nicht gehört. Als ob einer von uns Carmen verraten würde, nach der Show, die er heute abgezogen hat. Alter, nie im Leben, Mann. Erstens ist Carmen unsere Freundin und zweitens ist sie die Freundin von unserem Bro-Mann. Die verraten wir nicht, sondern beschützen wir. Das ist ja wohl ganz klar. Hat keiner von euch die Carmen gesehen? Leider nein, nein. Leider gar nicht. Nein, gar nicht. Nein. Vielleicht braucht ihr eine Gedächtnisstütze. Ernst? Vielleicht noch einen Schein. Hey, ganz kurz, noch wir sind einen. Doch nicht käuflich, Mann. Okay, wenn Sie 2 Scheine draufpacken, dann sage ich ihm, wo kam. Ja, was? Alter. Was? Alter. Digga, bist du noch ganz sicher? Das kannst du nicht bringen. Geh ab, dass jeder die Klappe hält. Hallo? Entspann dich doch mal, Wusa, Mann. Ey, das ist nicht der böse Wolf. Ja, das ist Carmens Vater. Und außerdem wird er deinem Goldstückchen schon nichts antun. Und außerdem, Mann, ich kann die Kohle momentan echt gut gebrauchen. Ich geb dir gleich zu. Komm, Felix, ich zeig ihn den Weg. Du mieser Verräter. Felix, zeig ihm die Presse. Einfach hier lang. Ich fass es nicht. Der Verräter kam für ein paar Euro. Das ist echt das Allerletzte. Aber ich merk's mir. Ich schwör's. Felix wird das sowas von bereuen. Carmen, komm jetzt. Bitte nicht hier, Mann. Geh jetzt nach Hause und damit basta. Carmen! Carmen, kommst du morgen wieder zur Schule? Sie wird diese Schule nie wieder betreten. Dafür werde ich sorgen. Das können Sie nicht machen. Hallo, Mann. Carmen! Frau Steinmeier, Frau von... Komm, Showtime. Tja, wir können doch nicht hier rumschnüffeln, während die Steinmeier nicht in ihrem Büro ist. Wenn die uns hier beim Schnüffeln erwischt, haben wir ein richtiges Problem. Ach komm, schnüffeln würde ich das gar nicht nennen. Wir informieren uns nur. Oder interessiert dich nicht, was sie sich für Notizen während unseres Unterrichts gemacht hat? Doch, klar. Ist also unser gutes Recht. Ich will endlich wissen, was Sache ist und welchen Eindruck wir bei Frau Steinmeier im Unterricht hinterlassen haben. Ja, ob ich jetzt mir gleich einen neuen Job suchen kann oder ob ich wenigstens noch auf Bewährung bin. Runtergefallen. So ein Zufall. Ärgerlich. Ein Einkaufszettel. Brot, Slipanlagen. Kondome? Die Steinmeier hat Sex. Entschuldigung, was machen Sie da? Frau Steinmeier, Entschuldigung, dass wir einfach so reingegangen sind. Ja. Wir dachten, Sie wären hier.
Um ehrlich zu sagen, Frau Steinmeier, Frau von Wiesenau und ich, wir hatten da die ein oder andere Frage bezüglich des Tages der offenen Tür. Und außerdem wollten wir Sie noch fragen, wie Ihnen denn so unser Unterricht gefallen hat. Ah, da weht der Wind her, ja? Mhm. Ja gut, machen wir es kurz und schmerzlos. Frau Schäfer, Ihr Unterricht hat mir gut gefallen. Das war alles schön strukturiert, Sie hatten die Schüler gut im Griff. War interessant gemacht. Klar, also ein bisschen Feinschliff könnte man noch betreiben. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden mit Ihnen. Danke. Tja, Frau von Wiesenau, was soll ich sagen? Ganz im Ernst, was hat Sie heute geritten? Sie waren viel zu laut und viel zu streng. Ich meine allen Ernstes, Sie können dem Schüler doch nicht eine 6 geben, nur weil er die Antwort nicht kennt. Ja, normalerweise gehe ich auch gar nicht so mit den Schülern um, Frau Steinmeier. Wenn ich ehrlich bin, war ich super nervös, weil sie mit im Unterricht saßen. Ja gut, das kann ich nachvollziehen, aber ganz im Ernst, das geht nicht. Wenn Sie nicht eine klare Linie finden, wie Sie mit den Schülern umgehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sehe ich schwarz für Ihren Job. Arbeiten Sie daran. Ja? Mehr kann ich da jetzt auch im Moment nicht zu sagen. Und alles andere wegen dem Tag der offenen Tür können wir gerne später machen. Ich muss jetzt wirklich arbeiten. Ja? Ja, okay. Okay, danke. Danke. Tja. Mann, Kopf hoch, die Steinmeier hat einfach einen doofen Tag heute und die hat das bestimmt gar nicht so gemeint. Beim nächsten Mal sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, da rockst du das. Wenn es dann nächstes Mal gibt. Ich bin soeben auf Platz 1 der Abschlussliste von Frau Steinmeier gelandet, ganz toll. Jetzt mal doch nicht den Teufel an die Wand, komm mal her. Mann. Das wird schon. Kommen! Mann, seit Stunden probiere ich, Kam auf dem Handy zu erreichen. Ich mache mir voll die Sorgen. Aber wahrscheinlich hat ihr Vater das Handy abgenommen. Mann, ich habe keine Ahnung mehr, was ich tun soll. So, komm jetzt. Nein, ich will nicht. Mann, lass mal sagen. Mann, Carmen, bitte ruf mich an. Lukas! Bitte. Komm! Ich will Carmen! Carmen! Komm. Hey! Hey, Carmen! Hallo! Hallo! Warte, wo bin ich, Karin? Hallo! Das bin ich dir noch auf die Nase, wa? Wo bin ich? Nein, 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 sie bleibt hier. Du packst sie nie wieder an. Komm, 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 komm. Flughafen.